Willkommen zurück zu einer weiteren Folge A Plague Tale Regium. Wir sind noch immer in der zweiten Mission. Die ziemlich lange geht. Alter, wir haben hier ernsthafte Probleme. Ihr Ratten lasst mich nicht durch, oder? Okay, das ist ein ernsthaftes Problem. Weil ich glaube, ich bin im Arsch. Lauf doch! Lauf! Sackgasse. Jetzt kommen sie! Ich leg den jetzt hier oben, ist mir scheißegal. Bei Scheiß auf den. Alles voll. Nee. Mistratten. Komm nicht weiter. Was ist das? Oh, reicht jetzt aber auch mal. Das war die Tür. Bist du noch bei uns? Hey! Er ist tot. Alarm! Eindringlinge! Wie komme ich da jetzt hin? Lass mich nicht fressen. Besten ist, glaube ich, von da drüben da hochzugehen. Zockt da oben nur noch ein Bogenschütze. Da gehe ich jetzt wohl nicht mehr, sich da drüben verstecken.
besser. Verdammte Drecksbäcker! Ich habe das Zeug noch nicht, um den ihr Feuer zu löschen. Dann wären die schon längst alle tot. Wären die schon längst am Arsch. Das war knapp. Ich glaube, hier sind wir sicher. Gut gemacht. Was hast du? Vaudor ist hier irgendwo. Alles ist gut. In den vergangenen Monaten, nach allem, was in Guyenne geschehen ist, Ego hatte immer befürchtet, dass es sich wiederholen würde. Aber alles war so schön und ruhig, so friedlich. Also sagte ich zu ihm, dass es vielleicht vorbei ist, dass wahrscheinlich das Schlimmste überstanden ist. Das haben wir alle gehofft. Aber was sollen wir ihm jetzt sagen? Dass die Ratten wieder da sind? Dass ihr Biss Hunderte getötet hat? Dass die neue Heimat, die er so gern hat, dem Tod geweiht ist? Dafür bin ich nicht bereit. Niemand wäre dafür bereit. Aber bald sind wir doch nicht mehr allein. Uns werden die besten Alchemisten unterstützen. Gut? Gut. Guck mal. Die Ordensloge. Bringen wir diesen Magister Vaudor zu Hugo. Eingangshalle. Wie kommen wir nach oben? Ich sehe keine Tür, aber diese Eisenglocken. Darauf sind Symbole von Planeten abgebildet. Und in der Mitte ist die Sonne. Die Reihenfolge der Planeten stimmt aber nicht. Wie funktioniert das alles? Unter jeder Glocke ein Schloss. Ein einziger riesiger Mechanismus. Wir haben aber keinen Schlüssel. Der Schlüssel setzt wohl die Glocken in Bewegung, aber deine Schleuder könnte reichen. Fangen wir links an. Alles klar. Von links nach rechts lautet die Reihenfolge Jupiter, Mars, Sonne, Venus und Merkur. Das Symbol für Jupiter sieht aus wie ein Z, wie Zeus. Z. Jupiter, passt. Was jetzt? Rechts von Jupiter ist Mars, der Kriegsgott. Ein Schild mit durchkreuztem Speer. Speer, Schild. Mars, das ist es. Venus ist der erste Planet rechts von der Sonne. Das Symbol ähnelt einer Halskette. Ein Kreis mit senkrechtem Strich. Das müsste Venus sein. Als letztes kommt Merkur, der Gott des Handels. Er trägt einen Stab, um den sich zwei Schlangen Und fertig. Das sind alle, glaube ich. Oh, sieh nur. In der Mauer ist eine Tür. Wie archaisch. Gut gemacht. Finden wir diesen Magister.
Der Typ ist wirklich ein Mann, den man schwer finden wird. Magister Vaudin, ich bin Amicia de Rome. Die Tochter? Also deshalb ist diese Meute dort unten so still. Der Orden war ziemlich beeindruckt von deinem Kampf gegen die Inquisition in Guyenne. Nun, ich hatte keine andere Wahl. Als Beschützerin des Trägers ist dies sogar deine Bestimmung. Als was? Als Beschützerin. Weißt du nicht um deine Aufgabe? Moment, ich bin... Und du? Ich bin Lukas, ebenfalls Alchemist. Du bist ein Lehrling. Weiß deine Magistra, dass du dich so nennst? Wen kümmert das? Die Makula ist wieder erwacht. Mein Bruder braucht eure Hilfe und die Ratten sind bereits da. Zügle dein Feuer, Beschützerin. Andere verbrannten darin. Nimm meine Tasche. Sehen wir nach dem Träger. Magister Vaudin. Wo ist er? Oben. Wie geht es dir? Ich hab Angst. Ego, das ist Magister Vaudin. Hallo. Wir sollten umgehend beginnen. Ich brauche Ruhe. Mutter, überlass das mir. Eine Bürde des Blutes. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter! Du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Mieser Regen. Wir sollten los. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt's. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Alles klar. Bist du bereit? Ja, gehen wir. Thank you.
faules Fleisch. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Gidigidigit. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich ist klar. Wenn ihr noch nie Rindfleisch hattet, habt ihr was verpasst. Boah, sieht das widerlich aus. Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Also diesem Bourdon, den traue ich auch nicht. Uns allein daheim. Wir gehen bald mal. Irgendwas ist so faul. Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt auf Befehl des Grafen Viktor von Aare. Kein Zutritt zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Wir wissen, dass was nicht stimmt. Was verzeiht ihr uns? Da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Wo kommen wir denn bitte hin? Wie kommen wir da rein? Warte. Ich glaube. Ja. Hier lang, Amicia. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Oh, nicht wirklich, oder? In die Schlachterkelle. Scheiße. Da sollen wir rein? Digga. Nicht nachdenken und nicht atmen. Nein, nein, nein. Oh nein, sag nicht. Ja, hab was in den Mund gekriegt. Nicht atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Oh Gott. Die Stiefel sind ruiniert. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Der Karren steht im Weg. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Halt, nein! Was ist das? Oh nein, nein! Nicht schon wieder! Wir brauchen Licht und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den Nacht. Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Niemand Hilfe. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Sie wollen das Fleisch. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Da kommen Sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen, Lukas. Ja. Himmel, sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Das ist nah genug. Komm, geh da weg! Moment, ich nehme was mit.
Das Zeug ist nützlich. Alles klar. Tob dich aus. Alles im Griff. Bleib hinten. Jetzt das Feuer. Ja. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Digga. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Oh nein, ein Soldat. Hey, was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein! Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia! Wow! Oh Gott, das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provence getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Sieh nur, sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Hey, komm zurück, du Mistkerl! Vorsicht! Oh mein Gott. Heilige Scheiße! Naja, das hat sich wohl erledigt. Na, jetzt werden wir bestimmt die Flammen auszumachen. Der exekutiert uns sofort. Wir oder sie? Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht. Hör zu, du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, alles klar. Können wir ja auch noch. Fertig. Jetzt schieß es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber trotzdem... Verstörend. Ja, war vielleicht nicht das letzte Mal. Trotzdem, danke. Ihr Mistvieh... Runter, da ist noch einer. Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten. Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Lasst uns raus! Die Ratten kommen! Miss Wolf verdient. Keine Zeit für Gewissensbisse. Hugo wartet. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Was zur... Was? Seltsam. Wir müssen raus aus der Stadt. Weg von diesem Vaudan. Wofür, Amicia? Für einen Traum von einer Insel? Ein Traum, den er seit Wochen hat. Wir sollten das ganze Viertel abfackeln. Schluss, aus, fertig. Der, was sind diese Stücke? Sind seine Fackel oben nicht ausgegangen? Natürlich nicht. Was bewegt sich? Nie auf.
Was haben wir denn hier? Alter, was ist das für eine Truhe? Ein Werkzeug. Mit einer Werkbank kann ich meine Ausrüstung verbessern. Soldaten! Nein. Er hat dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln? Dein Krug. Eine Extinguis-Wolke kann mehrere Fackeln löschen. Ein Topf-Extinguis. Oh. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Nicht unpraktisch. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Ja, guten Hunger. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Also das mit den Töpfen, dass man jetzt eine vergrößerte Wirkung mit den Dingern hat, ist schon krass. Finde ich auf jeden Fall geil. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. So, lass auf mein Kommando los. Jetzt, los! Ich komme! Komm schon, schneller! Ich bin direkt hinter dir. Puh, ja. Geschafft. Gut gemacht. Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr Wald sein. So still hier. Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Kein Blut. Keine Kampfspuren. Wurde vor kurzem noch benutzt. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Guck sie dir gleich mal an. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Jetzt geht das wieder los. Ich habe sogar ein Werkzeug. Durch eine weichere Schnur macht Amicia bei der Verwendung der Schleuder weniger Lärm. Das ist, glaube ich, ganz gut hier erstmal. Ich verstehe gar nicht, warum wir unsere Schleuder schon wieder aufwerten müssen. Wir haben die doch erst voll krass verbessert im ersten Teil. Schon besser. Praktisch. Bist du soweit? Ja. Gehen wir. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Erstochen. Vermutlich Soldaten. Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch. Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja, sie folgen einfach... Nein! Amicia! Ich dachte, da kann ich langlaufen. Erster Rappentod. Scheiße. Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch. Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja, sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Was zum...
The fuck? Haben wir euch vergessen? Hallo, lass mich doch raus! Digga, so eine Arschgeige. Oh, der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind wir. Das muss aufhören. Digga. Alter, hier ist wieder alles voll mit diesen Missgeburten. Überall sind Soldaten. Na komm, wo ist der verdammte Nachtschatten? Ich weiß, es ist die Hölle, aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht bleiben. Sammeln! Das ist für alle, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit, als wären wir im Krieg. Den sie schon verloren haben. Das gibt es ja nicht. Verdammte Scheiße. Hä? Nein! Digga, wenn da eine Passage ist, wo keine Ratten sind, warum kommen die dann da hin, wenn ich da durchlaufen will? BTF? Während wir im Krieg, den sie schon verloren haben. Sei vorsichtiger. Ich bin vorsichtig genug. Ermordet! Verflucht! Gar nicht, was der will, Alter. Wenn wir die nicht töten, töten die uns. Der Graf hätte dem Wolf keine Macht geben dürfen. Wir wissen nicht mal, ob die Leute, die wir töten, noch krank sind. Wo soll das nur enden? Der Wolf ergreift Maßnahmen, die wir brauchen, sonst... Sonst bricht Panik aus. Ich weiß. Ich laufe wohl lieber hier außen rum. Thank you.
Okay. Schwert ist noch warm, also... Wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Ich soll euch helfen? Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkundler, bleib stehen. Bald seid ihr alle krank. Und wenn ihr sterbt, werde ich lachen. Halt! Auf die Knie, jetzt! Er wird ihn umbringen. Was? Was soll ich denn jetzt machen? Kniet ihr doch nieder, wenn ihr Hilfe wollt. Jetzt bist du zu weit gegangen. Was ist los? Ist es euch zu hell hier? Oh mein Gott. Neustart und Kontrollpunkt. Die kann man bestimmt retten. Safe. Die muss man bestimmt irgendwie zum Feuer oder so locken. Dann kann man den ausschalten und der Typ bleibt am Leben. Hör mal, es war ein verdammt langer Tag und mein Schwert ist noch warm. Also, wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Was soll ich machen? Ich soll euch helfen? Ihr seid doch sowieso schon alle tot. Hör mal, Kräuterkunde. Bald seid ihr alle krank. Ja, und er stirbt. So funktioniert es auch nicht. Ich weiß nicht, kann man den überhaupt retten? Schwierig. Unverschämt! Wo ist meine Frau? Der Kräuterkundler! Mit meinen Pflanzen! Die brauche ich für Ärzte und Patienten! Und deswegen brauchen wir dich. Und jetzt Ruhe. Ihr wollt mich anknabbern, habe ich recht? Oh Gott, vielleicht... Ich kannte diese Leute... Dann schau nicht hin, ganz einfach. Das ist nicht das Werk der Ratten. Das war dir. Wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Fallen her. Nein. Ich musste es tun. Vielleicht. Warum läuft denn der nicht mit dem Feuer? Ist der Typ ein Idiot oder was? Scheiß doch, die wandern. Ich glaube, man kann nicht mehr. Unverschämt! Wo ist meine Frau? Der Kräuterkundler! Mit meinen Pflanzen! Die brauche ich für Ärzte und Patienten! Ja, und deswegen brauchen wir dich. Und jetzt Ruhe. Oh Gott, vielleicht... Ich kannte diese Leute. Dann schau nicht hin, ganz einfach. Das ist nicht das Werk der Ratten. Das war dir.
Ihr habt sie ermordet! Wir müssen was unternehmen. Die Ratten haben sie umzingelt. Ja. Ich soll euch helfen. Ja, und er stirbt wieder. Nein! Ich musste es tun. Vielleicht. Aber es ist sowieso zu spät. Ich guck mal kurz in die Trophäen rein. Bestimmt muss man den retten oder so. Alchemist. Beatlab. 16. Das ist eigentlich auch schon wieder so eine easy Platin-Trophäe. Ich glaube, man... Also, ich sehe hier keine Trophäen, ne? Wir müssen hier weg. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Aber reiß dich zusammen. Kannst du nicht weitermachen? Nein. Ich versuch's ja. Aber dank diesem Mistkerl geht's nicht. Nein! Ich Idiot, Alter. Ich finde dieses System jetzt so mit den neuen Rad hier und das ist alles ein bisschen Struggle am Anfang. Bin auch an das ganze alte Zeug gewohnt und jetzt ist das halt alles ein bisschen anders da. Bisschen blöd. Unverschämt! Wo ist meine Frau? Der Kräuterkundler! Mit meinen Pflanzen! Und deswegen brauchen wir dich. Und was ist los? Ist es euch zu hell hier? Oh Gott. Wir müssen das unterbringen. Nein. Ich musste es tun. Vielleicht. Aber es ist sowieso zu spät. Wir müssen hier weg. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Aber reiß dich zusammen. So kannst du nicht weitermachen. Ich versuch's ja. Aber dank diesen Mistkerlen geht's Hugo nur noch schlechter. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Oh, wir haben ja alles. Die Mauer ist uralt. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, mal sehen. Hier durch. Gut, wir sind wohl erstmal sicher. Ja, dank mir. Du hättest sie nicht alle töten müssen. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen. Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Hm.
Deine haben wir ja mittlerweile auch unendlich, ne? Das kenne ich. Kamille. Oh, schöne Pflanze. Sehr nützlich. Ja, Mutter hat die uns immer gegeben, wenn wir Bauchweh hatten. Damals war das mit das Schlimmste, was uns passieren konnte. In der Natur sieht diese Blume aus wie ein winziges Gänseblümchen, das die Felder mit ihren weißgelben Blüten schmückt. Traditionell wird sie von Kräuterkundlern als wirksames Schlafmittel empfohlen. Ihre schützenden Eigenschaften sollen auch Zaubersprüche vertreiben und ihre Blüten werden oft mit Glück und finanziellen Erfolg in Verbindung gebracht. Viele Glücksspieler wuschen sich früher die Hände mit Kamillentee, um damit Geld anzuziehen. The fuck, Alter. Oh, das ist die Frau. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Das sind, glaube ich, die hier, oder? Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Nein, das ist er nicht. Habe ich übersehen. Oh, keine Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Oh, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Kartengeräte. Oh, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände. Sucht alles ab, Männer. Amicia, sieh mal. Ihr bleibt hier auf Patrouille. Meldet jede verdammte Ratte. Alle anderen kommen mit mir. Wir brauchen Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Hey! Was? Es geht dir nicht gut. Doch! Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein! In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Was passiert mit mir? Dass die Amicia ein bisschen psychisch zu kämpfen hat mit all dem hier. Dass wir den Ratten, die ganzen Erlebnisse im ersten Durchgang, all die Leute, die wir getötet haben, die wir verloren haben, das hinterlässt bei jedem Narben. Ziemlich große Narben. Achtung, wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Hier sind vielleicht noch mehr. Es geht genauso weiter. Töten, töten, töten. Verstanden.
Ausschwärmen, Männer! Seid vorsichtig! So dumm! Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach zu sein! Hör auf, Angst zu... Lukas, er lebt noch! Ihr Drecksäcke, na wartet! Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommt, wenn ich den hier killen tue. Hol Lukas, hol den Nachtschatten, hau ab. Bring alle um die, nicht jetzt. Hä? Da! Da! Ja, ich bin tot. Glaub nicht, dass ich das überleben werde. Sie sind hier! Im hohen Gras! Aufteilen, die sind nicht weit! Als ob der mich... Alter, der hat mich ernsthaft verloren. WTF. Genau so, so wird es gemacht. So nicht anders. Was ist mit ihm passiert? Schnauze. Oh mein Gott, Digga, wie viele sind denn das? Ich kann mir die Suche hier sparen. Jetzt weiß ich, wo ihr seid. Garantie! Garantiert! Wir sind dahinter, ganz sicher! Na komm, die waren das, ganz sicher. Ihr wollt euch verstecken? Halt durch, Lukas, ich bin hier. Ich lass sie bluten. Hey, geht's dir gut? Er ist wirklich tot. Dafür wird jemand büßen. Es kam von hier. Bitte leb noch, bitte. Wer war bei dir, Junge? Guck's aus. Hallo? Bursche wie du, komm doch nicht alleine hierher. Such die mich. Stirbst du? Bitte, lass mich gehen. Digga. Bist du verletzt? Geht schon. Danke. Der hat seine Lektion gelernt. Räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Schreie in der Scheune! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab? Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Alter, wollt ihr mich verarschen? Da! Da hast du's! Siehst du, die können nichts! Kein Grund, Angst zu haben! Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg! Nein! Ich hab die Angst so satt! Was ich zeig ihnen, dass es vorbei ist! Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst! Er hat ein Schild! Vorsicht! Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beute, Amicia, dann sehen sie nichts mehr! Ja! 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 Junge, 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 Junge. Ja!
wie gefällt dir das? So viel Geld. Die 2.0. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Da, dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Da. Ich kann's. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Ach komm. Alter. Falsch. Du hast nur Angst. Aber die musst du eben einjagen. Ja, komm, braver Hund. Haltet sie auf! Sie ist nur ein Kind für mich! Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld, du bist auch oft dran. Hier drin, zeigt dir, wo es lang geht. Ja, kommt, versucht's doch. Hört mal her, ab jetzt bestimme ich die Regeln. Männer, die Ehre der Armee liegt in unserer Hand. Falsch, in meiner. Du bist tot, so gottverdammt tot. Alter, what the fuck? Das ist ein Problem. Ich hab nichts mehr, um den zu betäuben. Doch, ich hab noch was. Hier läuft hier gerade Amok. Du Scheiße. Das ist schlecht. Du wirst meine Männer nicht töten. Ich bin nicht fertig mit euch. Du Scheiße, Digga. Okay, Amici hat wirklich ein Problem. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf! Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Wow. Geisteskranke Folge, Alter. Das war gerade wirklich ein Amoklauf. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer Boltgamer YouTube.